Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr am Start seid. Und heute spielen wir einen neuen Champ und zwar die Schwester von Yorn. Yorn und Orn sind nämlich auch Geschwister und Brüder und das hier ist der Stiefcousin dritten Grades schwesterlich. Ja, nee, wir spielen heute Skarner. Skarner wurde gebufft. Vielleicht wissen einige von euch noch, ich bin Skarner Main. Also ursprünglich geboren als Skarner Main. Väterlicherseits, aber wir gucken mal, was so geht. Wir spielen gegen Full AD Gegner, vielleicht geht Kam auf AP und wir spielen gegen Lilia, ne, mit Lilia. Lilia top, ich hab, oder tauschen die, vielleicht ist das auch Lilia Mitte, ne, Zed, kommt der vielleicht noch, ich habe das Gefühl, dass Lilia Inten wird. Ja, wir haben außerdem noch einen Plan, Leute. Ich habe nämlich was für mich entdeckt. Ich habe sonst immer Predator-Skarner gespielt. Wir werden heute Ferrari-Skarner spielen. Also es ist jetzt kein Troll oder so, aber Face Rush Nimbus ist mega lustig auf Skarner. Like, mega lustig. Und das Ganze werden wir heute auch spielen. Wenn alles so hinhaut, wie es sollte. Aber wird wahrscheinlich so hinhauen. Face Rush ist auch ziemlich einfach zu proppen. Das heißt, wir brauchen lediglich... Ich bin mir nicht sicher, ob Smite zu Face Rush zählt. Müsste ich eigentlich mal testen. Aber wir machen Q Ultimate. Und ich glaube, wenn wir dann noch smiten, reicht das. Oder im Grenzfall, wenn wir noch die E-Feuer treffen. Ne? Ich denke, das könnte, müsste, sollte ab und zu reichen. Schauen wir mal. Ja, Skarners Early Game ist immer so ein bisschen, ne, wie man immer so gerne so sagt, ne. Also, seine Gangs sind halt so, ne. Er hat jetzt nicht die allergeilsten Gangs so, aber manchmal kann man was machen. Manchmal kann man was machen. Müssen wir mal gucken, ob das klappt oder nicht. Ich würde, jetzt Red Buff machen und dann gucken, ob wir was ganken können. Oh, Lilia ist schon about to die. Oder sie killt. Eins von beiden. Sie ist hier oben am Rumpferden. Okay, sie ist tot. Ja, Leute, ich meine, ich wusste, dass sie hinten wird. Actually, wusste. Ich meine, in den Dark Harvest Lilia Toplane. Was soll man dazu sagen? Außer Stop Feed and Stop Int. Naja, wir versuchen das Beste rauszumachen. Ich meine, wenn sie schon mit Teleport spielt, sie auf Flasp. Aber, ne, wir konzentrieren auf unser Game. Problem ist, wenn ich jetzt in den Fluss gehe, Fluss ist noch Taunty nicht da. Das heißt, wir machen mal eben noch Golems. Und dann gucken wir mal, dass wir mit Level 4 ein bisschen Action am Steppen sind. Der Buff auf Skarner ist eigentlich tatsächlich ganz nett. Also gerade im Late Game, vor allem habe ich mein Item-Bild jetzt angepasst. Ich versuche, mein First Goal ist immer, shit, den hätten wir es meinen können. Mein First Goal ist immer 900 Gold. Dann können wir das Jungle-Item bauen. Ich habe auch eine relativ gute Drachenkontrolle auf Skarner tatsächlich, aber dafür halt weniger Gangs. Also wir gehen das Jungle-Item, beziehungsweise den Cinder, Cinderstone oder wie das Ding heißt. Und dann, ich glaube, er hat gerade gepinkt, dass Kha'Zix hier oben ist. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich den hier nicht bekommen. Nee. Vielleicht können wir den smiten. 430. Okay, okay, okay. 430. Okay, da ist halt Irelia leider. Deswegen, naja, Mist. Okay, dann nehmen wir uns, ne, da... Ab und zu hat man so diese Jungler, die sich richtig krass dann da versuchen, auf Gebrechen was zu machen. Leute, ganz ehrlich, nimmt einfach den anderen Taunty. Was? Ich meine, klar, Kha'Zix könnte ja drüber kommen. Die Möglichkeit gibt's, aber... Ne? Nimmt einfach den anderen Taunty. Bevor man auf Gebrechen, weil Zed... Ist, na gut, er hat mehr Leben als Irelia. Oh, jetzt kommt eventuell Kha'Zix, aber... Ja, den müssen wir jetzt meinen, damit ich ihm helfen kann. Bin unterwegs. Ah, das hat leider nicht getroffen. Aber nur, Leute, ich akzeptiere das nicht. Also eigentlich hat es getroffen. Es hat nicht getroffen, weil er geminion-blockt wurde. Und dadurch anders gelaufen ist. Das ist ein bisschen Roidini. Gut, da kommt ein Deleboard, aber ich denke mal, das sollte ja kein Stress sein. Da kommt noch eine Lilia, aber ich denke mal, das sollte... wir können, also wir sind, hier ist unsere Zone. Wir sind nicht schwach, Leute. Sind wir nicht. Na, wir können, geh weg, du Käfer. Das hier ist mein Käferrevier, ne? Käfer streiten ja auch unter sich so ein bisschen. Ja. Ja, Skorpion ist kein Käfer, aber vielleicht. Guten Tag, einmal bitte nicht meine Zone wegmachen. Dankeschön. Einmal bitte alles, was du hast. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass mein Team nicht kommt. Niemand. Lilia. So, okay, wir gehen jetzt, wir machen es folgenderweise. Wir gehen... shoppen, kaufen unser Feuerstein und ich weiß nicht, ob wir direkt den Drachen machen. Ich glaube, wir gehen Level 5 und machen dann den Drachen. Nehmen das hier mit. Also Drachenkontrolle, ich mag Jungler, die sehr gut Drachenkontrolle haben. Ivan zum Beispiel kann das gar nicht. Ne? Der ist ja richtig kacke, was das angeht. Ich würde sagen, wir machen die... Vögel sollten wir immer machen. Skorpione ernähren sich von Vögeln. Machen sie das? Keine Ahnung, Schlangen machen das auch, oder? Ah, nee. Schlangen werden ernährt von Vögeln, oder? Wie ist das von... Also, nee, umgekehrt. Also, so ein Adler frisst ja so eine Schlange, oder nicht? Ich glaube ja.
Und ein Skorpion auch. Gut. Bisher haben wir nicht viel gemacht. Unser Toplaner ist am Hinten, aber den tragen wir schon wohl, Leute. Den werden wir tragen. Allerdings hatte ich letztes Game so einen Franzosen. Er hatte einen französischen Namen, also es ist nicht offending. Der 1-9 gegangen ist. Und die Irelia hatten eine 15-3 Irelia, die alles zerstört hat, also. Und die war 4 Level, 5 Level über alle anderen drüber. Komplette RIP. So, wir könnten jetzt Drache machen. Drache ist sehr gefährlich. Ich hätte, glaube ich, noch für Level 15 gehen sollen. Aber ich glaube, solange ich so früh nicht bestraft werde, ich meine, ich habe ja auch Vision geklärt, werde ich immer den Early-Drachen gehen. Meint ihr, es wäre worth, den zu smiten? Zweimal zu smiten? Meint ihr, das geht? Jetzt ist zu spät, aber ich glaube, man hätte den vielleicht sogar zweimal smiten können. Der Q-Spam ist real. Ich glaube, ich schaffe den gar nicht, wenn ich ihn nicht smite. Wenn ich das gerade mal so beurteilen darf. Wir müssen jetzt... Okay, Leute. Wir müssen ihn smiten. Weil sonst sterbe ich einfach. Das ist natürlich ein bisschen... Aber nächstes Mal wissen wir Bescheid. Weil normalerweise mache ich immer Level... Normalerweise mache ich immer Level 5. Vorher. Und habe auch ein bisschen mehr Items. Das Problem hierbei... Also, wir haben jetzt einen Ocean Drake, was ziemlich cool ist. Ocean Drake ist... Holy shit, im Early Game super strong. Problem, was wir haben, ist, dass wir jetzt natürlich sehr viel XP weggegeben haben, ne? Also, der Kha'Zix hat in der Zeit 2 oder 3 Camps wahrscheinlich gemacht. Aber, ne, so ein früher Drache, den schaust du nicht in den Rache, wie man so schön sagt. Gönnung. Gönnung, Gönnung, Gönnung. Zack. Ja, Jungle Clear braucht ein bisschen. Aber ab so einem gewissen Punkt rastet der aus. Aber ich, also, normalerweise gehe ich Trinity Force noch nach dem Jungle Item. Also, wir gehen mal eben für Level 6. Aber ich glaube, ich werde dieses Game kein Trinity Force gehen. Weil die Gegner einfach Full AD sind. Wobei, ist das ein AP-Volibear? Wird das wirklich ein AP-Volibear? Ich habe das ein Gunblade-Volibear. Habe ich schon mal gesehen, aber... Ist das wirklich worth? Ich weiß ja nicht. So, wir müssen jetzt was ganken, Leute. Wir haben, naja, noch nichts geleistet, aber... Naja, komm. Drache ist Drache, Leute. So, welche Lanes sind die wichtigsten? Top-Lane ist Lost. Ich gehe Mitte oder Bot. Am besten Mitte. Mitte ist... Ein bisschen behind, hat aber einen Kill und ich denke, so ein Set, der braucht, ne, ich kenne das Matchup gegen so ein Bruiser-Zeugs, das ist richtig nervig. So, ich bin unterwegs, eigentlich ist Gazix hier, aber der kommt eventuell für einen Gank vorbei. Das ist gar nicht zu schlecht. Ich habe ihn, ah, oh, das ist, macht hier, schön! Ich habe zwar einen Kill bekommen, hätte ich, naja, die letzte Kill ihn gekillt, aber schön! Oh, der schöne Dachs, wo ist er? Schön! Richtig gestört. Jeder, der das sieht, denkt so, was ist das für ein Keck? Man muss ja mal ein bisschen Spaß haben, Leute. Muss man auch mal. Ja, das ist ein Spaßwort. Nee, das ist ein gutes Wort, glaube ich. So, jetzt schnappen wir uns noch ein paar Golems. Schön, die Golems. Kha'Zix ist auch gerade. Jeder ein Kha'Zix spielen. Immer wieder Kha'Zix hier, Kha'Zix. Da kann ich den haben, aus. Das ist Quatsch. Zack. Later. Goodbye, Germany. Okay, ich bin mal raus. Das ist schlecht. Eventuell, aber nur eventuell. Nur eventuell. Nur eventuell, das ist schlecht. Gut, ja, Flash zu benutzen war kacke, aber hey. Wir haben Golems geholt, wir haben Druck gesendet. Druck wurde gesendet. So, das ist das Coole bei Skarner. Er hat zwei Dinge. Scheren und Beine. Nein, ein langes Ding. Nein, also das, was Skarner hat, ist, er ist tanky. Naja, sagen wir 3. Ja, sagen wir 8. Wie viele Beine hat er denn? 6? Naja, 6. Naja, also passt auf. Skarner ist nicht schwer. Das ist cool. Skarners Engage ist insane, Leute. Ja. Skarners Engage ist insane. Er macht Flash eher gegrabbt. Es gibt so viele Leute, die keine QSS kaufen. Wenn jemand QSS kauft, wird schwer. Aber Flash Grab gewonnen. Auch im Late Game. Flash Grab gewonnen. Ist wie Annie Tibbers. Flash und Tibbers. Flash und Grab. Ne? Bam. Win. Und das mit der Ferrari Edition. Mua, super lecker. Midlane ist leider okay, hat aber noch den Dings gekillt. Ich würde schnell den Red Buff nehmen, dann können wir den Kha'Zix mal zeigen, was zur Sache ist. So, wir sind jetzt sehr tanky und jetzt gehen wir auf Iceborne wahrscheinlich. Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht doch Trinity gehen, weil der komische Typ da oben AD baut. AP meine ich. So, ich könnte, ich glaube, das 1-1 würde ich gewinnen. Problem hier ist, dass der wahrscheinlich einfach weg Kha'Zixt. Ja. Das ist, was ich meine. Er Kha'Zix einfach weg. Wir können aber gleich für den nächsten Drachen gehen, eventuell. Hier ist ein Ward. Hä, warte, nee, ach, das bin ich. Ja, dann gehen wir jetzt. Wir müssen jetzt sehen, was machen. Wir haben Ultimate. Drache kommt, ist eher in 1,17. Ich bin, ja, ich bin wenigstens ein bisschen. Aber nur ein bisschen, Leute. Jetzt auch nicht. Ich meine, ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Was soll man machen? Was soll man machen? So, wir gehen mal ein bisschen hier unten lunsen. Schade. Wollte gerade schön sagen, aber schade, dass hier Ward ist.
Vielleicht können wir trotz. Oder ist das greedy? Eigentlich ist es greedy, wenn man gerade gesehen wurde. Aber Leute, ich glaube, auf der Elo funktioniert sowas. Hier. Ihr müsst jetzt. Okay, ja, gut, lassen wir das. Wobei, wenn sie jetzt kommt, grab ich sie. Naja, gut, lassen wir das. Ist vielleicht wirklich dumm. Ja, dann gehen wir nochmal Mitte. Allerdings hat Mitte kein Mana. Okay, hat eh nie Mana. Ist ein Set. Gehen wir Mitte. Ihm helfen. Allerdings muss ich hier stehen, weil ich glaube, Irelia ist gerade da. Ah, sie ist hier oben. Komme ich da dran? Vielleicht. Vielleicht. Passt auf, jetzt kommt sie zurück. Meistens ist das so, wenn der Skarner sich umdreht, dann kommt sie zurück. Ich könnte auch mal Top Lane gehen. Oh, hier ist ein Ward. Manchmal, ich weiß gar nicht, wo ich immer hingucke. Ich glaube, ich gucke so und dadurch sehe ich das Ward nicht. Wir könnten auch Top Lane gehen. Eigentlich ist es so, ob wir es. Aber ja, wir krabbeln mal hoch. Krabbel, 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 krabbel. Eigentlich sollte so ein Gang nicht funktionieren, aber genau deswegen funktioniert er. Krabbel, krabbel, krabbel. Oh, Drake ist da. Krabbel, 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 krabbel. Ich finde, das sollte die Sound-Animation sein. Kabel, 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 Kabel. Oh, shit. Guten Tag. Einmal bitte mit in den Turm. Woohoo! Seht ihr, wie schnell das ist? Das ist so lustig. Das war noch nicht mal... Das war nicht mal mit Nimbus, Leute. Nächstes Mal noch mit Nimbus dabei. Oder doch, ich glaube, Nimbus... Ach, keine Ahnung, was es war. Kann schon sein. Nee, ich glaube, Nimbus war in der Zeit schon abgelaufen. Einfach Ferrari-Edition. Ach, gehen wir jetzt... Ding weiß ich gar nicht. Scheiße, er hat meinen Drachen gemacht. Da gängst du einmal Top-Lane... Ist der scheiß Drache weg. Ja, ich glaube, wir gehen Eisbahn, Leute. Trinity ist cooler. Aber manchmal. Ne, man muss sich anpassen. Die haben so viel AD-Damage. Und der Volibear wird eh enden. Oh shit. Komm, Pferd, zeig, was du kannst. Pferd, mach den Pferdewurf. Pferd. Pferd. Zeig einmal, was du kannst. Oh Mann, Leute, stop in, stop in, stop in. Oh boah, jetzt sterben gerade alle. Das ist nicht gut. Will ich einmal Top-Lane, alle sterben. Shit. 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 Kann ich Botlane halten? Weiß man nicht. Shit. Ich habe auch extra Doppelrüstung in die Runen reingepackt. Ich komme, ich komme, ich komme. Babidi, babidi, babidi. Geht bitte weg. Einmal bitte weggehen. Dankeschön. Aber wenn ich Ultimate hätte, wäre es cool. Allerdings haben wir noch nicht genug C, D und R. Rapper. Rapper, 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 Rapper. Könnten Sie bitte das unterlassen? Dankeschön. Bitte unterlassen Sie dies. Ich meine, das Tank-Jungle-Item wurde ja auch echt aufgebufft, ne? Damals habe ich immer das AD-Ding gebaut. Auf Skarner. Aber mittlerweile mit den Buffs würde ich sagen... So, wo ganken wir? Wir haben jetzt wieder Flash ready. Ich würde sagen, Mitte nochmal. Nochmal, in Anführungsstrichen. Ich komme. Coming! Coming! Guten Tag, einmal bitte alles, was du hast. Oh, das Rune King Rip. Und da ist sie weg. Wobei, rein theoretisch, da hinten ist... ja, aber ich glaube, das wird nichts, oder? Ich meine, ich bin schnell. Ich bin eine fucking Krabbel, Leute. Krabbel, 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 Krabbel. Hier, ich hab sie. Töten, 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 töten. Töten, töten. Seht ihr? Es ist so einfach wie effektiv. Er. Win. Es ist quasi wie Malta. Nur. Als Krabbe. Auf 6 Beinen, quasi. Ich will Beine am Spinnen. 8, oder? Noch irgendwas? Viele Beine haben Kühe. 7, oder? Keine Ahnung. Weiß ich doch nicht. Woher soll ich denn sowas wissen? Da, wir haben jetzt. Wir machen jetzt mal im Chin. So, Leute. Ja. Frage. Soll ich erstmal den nächsten Drachen geben? Ich glaube, wir machen Harald, Leute. Ich muss Harald machen. Wir müssen ein bisschen Objectives machen. Normalerweise bin ich richtiger Objective-Flop mit Skarner. Ich gank nicht so viel, beziehungsweise immer nur, wenn ich Ult habe, aber mach die Objectives. Ich weiß. Also, ja. Ne, dann bringe ich wenigstens etwas rein. Etwas sicheren Dings. Hier ist nichts. Sieht gut aus. Kann ich hier bitte. Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Danke. Ich glaube, mein Damage on Herald ist und Dragon ist jetzt auch besser, dadurch, dass wir prozentualen Damage machen. So, zack, den nehmen wir mit. Da oben war irgendwas. So, den haben wir gegönnt. Wir könnten gleich. Platten sind leider schon weg. Ich muss eigentlich mal shoppen. Ich würde sagen, Red into Mid schreiben wir. Ne? Schön den Set fetti machen. Fetti, fetti. Eigentlich muss ich Botlane ganken, aber ich bin gerade in der Mitte. Toplane ist, glaube ich, eh useless. Ich glaube, da kann ich so viel ganken, wie ich will. Aber Midlane ist wirklich so ein Matchup. Ich will auch nicht, dass die Irelia mein Team zerstört. Ich wurde gerade erst von der Irelia zerstört. Ich wäre da. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Smite. Ha. E. Guten Abend. Tschüss. Oh, ja. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Und du wirst gegrabt. War leider nicht die Ferrari Edition, aber dafür werfe ich mein Q daneben. Mein E. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Wo ist die Ruhe? Kann jemand. Oh lol. Er hat aber die richtigen Käferblades dabei. Schön. Eigentlich. Nein, 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 nein. Wenn nicht jetzt.
wandern, wenn ich hier. Zack! Ich meine, 1-0-5 ist jetzt auch nicht so bad. Ein bisschen habe ich gemacht. Aber es gibt so diese Jungler. Das Ding ist, ich habe mal überlegt, Leute, wir müssen vielleicht nochmal testen. Aber testen ist immer. Ne? Twitch und Graves. Ich glaube, das wären auch Jungler, die richtig aggressiv spielbar sind und cool wären. Komm, noch ein Charge auf den Nest. Tötet ihn. Oh, komm. Und sie mal. Oh, das klappt nicht. Do it. Ah. Geh bitte fort. Dankeschön. Set. Bisschen gefährlich. Kann ich noch hier? Blue. I'm blue. Die Baben die. Diese Zone, Leute. Kämpft niemals gegen Skylight Zone. Die gibt einfach 94% Attack Speed. 94, Leute. Und 100 Movement Speed. Das ist einfach komplett krank. So, ich glaube, wir haben Iceborne in One. Können wir machen? Machen wir auch. Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob wir das fighten wollen. Also ich bin Skarne. Hier in dieser Zone, habe ich euch gerade gesagt, ne? Wir machen einfach Bam. Wir machen einfach Tank Design. War jetzt nicht nur mein Damage, aber, ne? Oh, Drache, Leute. Drache erwache. So, machen wir das. Kaufen wir noch ein paar, bisschen Rüstung. Man kann niemals zu viel Rüstung haben in so einem Game. Kannst du nicht. Achso, und jetzt als nächstes gehen wir auf Righteous Rüstungsglory. Ne? Kabel. Leute! Ich will den Drachen, der macht... Leute, der macht den... Der kiffert den weg. Hallo? Was ist mit euch? Leute, oh. Und danach heißt es Jungle Difference. No Drake Control. Leute. Hier, ich hab einen Käfer. Ja, jetzt kommt ihr alle an, weil es hier einen Free-Kill gibt. Ich kenne euch doch. Ach, Leute. Da schreiben wir auch ein kurzes Leute in den Chat. Leute, muss das sein? Ich meine, ich hätte früher da sein können, ja. Aber oft wird gesagt... Das nervt mich ja nicht. Ein bisschen, manchmal, meistens. Alle wollen den Dragon haben, aber niemand will ihn machen. Niemand tut was dafür, außer der Jungler. Und am Ende heißt es... Ja, Jungle-Differenz, wenn das Team keine Drachen hat. So. So läuft's immer wieder. Immer wieder. So, immer schön die Zone einsammeln. Die geben auch ein bisschen Geld, Und mittlerweile haben wir auch schön CDR, Leute. Wir haben auch diese Rune für mehr Flash und so. Wir machen jetzt einfach Flash-Grab. Sahniger Kill. Batz. Frage ist halt, ist das worthy, jemanden zu Flash-Grabben? Die Antwort ist nein. Weil das so ist. Wenn ich da jetzt jemanden Flash grabbe, dann passiert halt nichts. Wir haben den Kill und das war's. Ne? Guys, Group, top. I Flash Air. We get 2 turrets. Oh, da kommt jemand. Niemand geht in meine Zone. Hä? Sie ist uns. What the fuck? Lol, sie hat mich geprankt. Ach, okay. Die hätte ich so hart gesmashed. Auch mit dem Tank-Item-Bild, weil Tank-Design. Ich wurde letztens von einem Viewer erkannt im Game. Der hat mich angeschrieben und meinte so, ja. Ich dachte, du hast Tanks, hat er mir geschrieben. Und Leute, ich hasse Tanks. Aber Skarner ist eine Ausnahme. Ich meine, Skarner ist auch... Ich mag Skarner. Skarner ist die einzige Ausnahme, die ich mag. Tank-Design-mäßig. Also, ne, es gibt bestimmt den einen oder anderen, den ich mal gerne spiele, aber... Ist sie mad, wenn ich den nehme? Nee. So, wir können den Top-Lane eben aufessen. Krab. Aber eigentlich wollte ich ja... Leute, wir wollten noch E-Top-Lane. Hier, krabbel. Ferraris Ghana. Warum pickt ihr back? Töten wir den doch einfach. Der ist doch hier drin. Hä? Wieso kann sich mittlerweile jeder Champ unsichtbar machen? Das ist doch Quatsch. Der ist doch locker hier irgendwo. Jeder Champ kann sich unsichtbar machen. Er liegt langsam. Finde ich das ein bisschen lächerlich. Karma, Volibear. Wer als nächstes? Gazix? Oh, shit. Guys, can we group? Ich habe halt einen Call gemacht. Vielleicht muss ich den Call... Solche Calls bringen halt irgendwie gar nichts, weil sich niemand dran hält. Man muss die irgendwie besser ausdefinieren oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kaufe meinen Schuh, dann bin ich ein bisschen schneller. Außerdem kommt Baron gleich. Und wir brauchen jetzt die Infernal Drakes. So, CC haben die ja nicht so viel. Ninja Tabis. Und jetzt gehen wir Righteous Glory. Allerdings kann ich das Ding nicht kaufen. Machen wir erstmal das. Can we group, guys? All, top or mid. Dieses Ohr ist halt das Problem, glaube ich. Weil jetzt jeder denkt, okay, all, top or mid. Jetzt weiß wieder noch niemand Bescheid. Naja, wir könnten hier in der Mitte was machen. Das sieht gut aus, aber Zed ist nicht da. Niemand ist da. Leute, ich bin da. Können wir was machen? Ich hätte Bock. Wie sieht's aus mit Draven? Bock auf eine Runde?
Ich würde auch den Käfer nehmen. Käfer, 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 Käfer. Guck mal, ich war exhausted, Leute. Können wir den bitte töten? Danke. Ich bin ein Löwe. Ich bin ein Löwe. Rawr. Rawr. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? What? Wie viel Vision Score habe ich? Guck mal, 20, Leute. Ich muss einfach nur das richtige Item haben. Dann kann ich auch Vision Score wegmachen. Dann kann ich auf meine 30. Brauchen wir das Red Trinket. Das ist viel einfacher. Oh, die fighten oder fighten sich. Kann ich eben ein Ding nehmen? Oder ist das verboten? Oh, die fighten. Ich komme. Coming, 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 coming. Kabel, 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 Kabel. Bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Go, go oder kein Go. Wie wär's mit Go? Ich weiß nicht, Leute. Machen wir Go. Hier. Ach, Mann, ey, meine E's, ne? Wir haben die Zone, was nicht schlecht ist. Wir müssen erstmal die Irelia töten. So, ich habe auch das Gute ist, ich habe gleich wieder Aldi-Mate, Leute. Oh, jetzt aber. Der sitzt. Gesessen. Zack. Und guck dich meinen Schaden an. Der ist nett. Allerdings, ich bin eine Kabel. Okay, schön, 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 schön. Oh, schön, schön, schön. Leute, ich hab Mistding... Ah, Teile hier. Ich hab Teile. Leute, ich könnte die Flaschen, den Flaschen und Stachel machen. Das Ding ist niemand. Vielleicht hat der aber Bock, mich zu fighten, meint ihr? Guten Tag. Guten Abend. So, ich will ein One-on-One. I will ein One-on-One. Gib mir das One-on-One. Oh, yes, Jan. Oder seit wann? Okay. Oh, okay, er ist 5-2. Nicht gesehen, wobei ich bin 4-1-8. Das Ding ist, ich war A, nicht in meiner Zone, B, habe ich einen Tower-Shot mit eingesetzt. 98 Schaden. Ich glaube, das Problem ist einfach, warum ich so zermatscht wurde, weil der einfach AP-Damage macht. Und ich nur Rüstung, ich habe 44 Magier-Distance. Ich glaube, das war das Problem right there. Aber wir bauen trotzdem Full Armor, glaube ich. Oder, oh nein, der Drache. Scheiße. Mann, aber Zed ist auch nie beim Drachen. Ich meine, ich bin tot, ich kann jetzt hier nichts sagen, aber... Zed ist immer woanders. Er ist fett, aber er ist immer woanders. Ich komme, ich komme, ich komme, bitte, please. Please, sie wird sterben, ich sehe, dass sie tot ist. Sie ist schon tot, sie ist tot. Ich sehe, dass sie tot ist, sie ist tot. Bap, bap, bap. Ich bin da, Leute. Zed ist halt nicht da, ist das Problem. Oh, schön, schön. So, ich würde aber jetzt nicht den Drachen machen, nicht direkt, weil Kha'Zix kann... Kha kennt Stil, ich sag's immer vorher, Leute. Ne? Die Leute denken immer, dass es nicht geht, aber es geht. Der klaut den, Leute. Der klaut den. Ich meine, Leute. Warum? Der lebt noch. Oh, boy. Hier, ich hab was gegrabt, Leute. Tötet, 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 tötet. Warum ist Zed nie da, frage ich mich. Wo ist Zed? Zed ist nie da, Leute. Legit. Erstmal, ich hab's aber geschrieben. Ich kann niemand flamen. Kha kein Stil. Skarner ist nicht gut im Drachen machen. Im Drachen smiten. Das habe ich jetzt mehrfach gemerkt, einfach. Ist nicht so. Weil er einfach keinen Burst Damage oder sowas hat. Zed, can you please group once? Also ich will ihn jetzt nicht blame, aber er verliert das schon ein bisschen, würde ich sagen. Wir haben hier ein dickes Loch in der Mitte, was nett ist, aber er ist nie da. Er ist fett, aber nie da. Was bringt es? Ich meine, ja. Kha'Zix zum Beispiel kann... Kha'Zix kann mit seiner Q halt viel Damage machen. Ich habe halt, wie viel Schaden habe ich der Q? 19. 19 Schaden plus 3%. Einfach 19. Den soll ich nicht fighten, weil... Oh, der ist auf Level 15. Ich glaube, das ist nicht... Ja, wobei... Leute, er ist einfach ohne Witz! Top-Laner, ohne Witz. Wenn ich noch einmal höre, dass Top-Laner nicht carryen können, dann flippe ich aus. Top-Laner sind so... Der ist Level 15 einfach. Das liegt vielleicht auch ein bisschen dran, dass unsere Lilia halt intet, ne? Ein bisschen. Gut, wir haben jetzt Righteous, das ist gut. Wir müssen halt einfach mal groupen. Ist das so schwer? Das ist meine Stärke bei Skarner. Flash, Grab, Win. Aber es kommuniziert auch niemand mit mir. Ich bin ja nicht am Flame, ich sag nur Dinge. Passt auf, okay, ich muss, glaube ich, meine Stärke darlegen. Wir versuchen's. Guys. Nein, wir lassen jetzt Guys. I can flash air Irelia. We win. We just need to go all on one lane. Ja, von mir aus auch Draven. Ist mir scheißegal. Naja, das ist mir egal. Hauptsache. Can we go on one lane? Need flash. Do. Ping wir mal flash. Ne? Es ist nicht so schwer, wie es klingt. Oh, die haben wirklich drei dran. Das macht mich ein bisschen traurig. Ein bisschen traurig macht mich das. Ein bisschen traurig macht mir das. Und dieser Typ da oben killt mich echt krass mit seinem AP-Damage, muss ich einfach mal sagen.
Aber dafür der Rest nicht. So, also wir müssen jetzt natürlich Flash warten. Das ist wichtig. Und cool wäre, wenn man zwischendurch noch diese Zonen am Rand nimmt. Wenn das Team in der Zeit nicht stirbt. Weil ab und zu passiert ist, dass der Fight sich ausweitet in den Jungle oder so. Na, und dann... ja, ich könnte hier engagen, aber ich glaube, das ist nicht gut. Ich mache das lieber mit Flash. Wait my Flash. 14. Irelia ist halt Botlane, aber vielleicht haben wir die Zeit noch. Ich kann vielleicht auch ohne... Naja, ohne Flash ist es zu gefährlich. Da kommt eine Draven eh. Das Problem ist, jetzt geht's wieder Zed runter. Er hat keinen Teleport und wir sind gleich wieder in der Unterzahl. So wird's funktionieren. This is how it works. Er ist Pike. Er wird ja wohl wegkommen, oder? So, ich könnte jetzt... Lucian, bitte nicht. Okay. Leute. Guys, I'm ready. Come. Ich schnapp mit Draven, Leute. Mission. Flash Engage. Let's go. Ferrari, Draven. Ferrari und... Fucking... Ich brauche... Ne. Ich muss ihn wenigstens sehen. Das wäre wichtig. Ein bisschen wenigstens. Oh, ich könnte auch Kha'Zix nehmen. Oh boy. Jetzt habe ich mein Red's Glory raus. Toll. Aber ich habe gedacht, dass Zed von Irelia verprügelt wird. Deswegen wollte ich ihm helfen. Das Ding ist, wir müssten eigentlich Groove. Wir haben halt keine Vision. Erstmal, ich sehe nie Draven. Wo ist Draven? Da ist Draven. Zu spät. Oh lol, wo ist Zed? Oh, der ist weggedingst. Ja, wenn ich jetzt da reingehe, ist das, glaube ich, ziemlich. Oh, weil. Leute, ich habe irgendwas. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht mal jetzt, was. Karma, toll. Ah. Ich könnte Flash machen, weil ich brauche Flash. Unsere Teamfights sind eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Oh Gott. Mann, aber das Ding ist, you had Free Gap on Irelia. Also Leute, guck mal, jetzt werde ich geblamed, aber das ist halt die Aufgabe von Skarner. Beziehungsweise Engage. Entweder es klappt und du bist der Gott, oder es klappt nicht und alle blamen dich. Aber, guck mal, jetzt schreiben sie alle. Weißt du, Zed verliert nonstop das Game, meiner Meinung nach. Aber blamed jetzt mich. Aber ich werd nicht auf das Level gehen. Das Problem ist mit dem Engage, dass halt die ganze Zeit alle Gegner da waren. Normalerweise ist es ja oft so, wenn du zu 5 gehst und die Gegner noch nicht gegroupt sind, dann machst du Flash Grab, zack, gewonnen. Ne? Jetzt haben die leider den Drachen. Außer wir engagen ganz schnell vielleicht. Go, 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 Leute, go, 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 Leute, tötet diese Irelia. Leute. Leute, okay, ist niemand da. Zed, irgendjemand. Ah, jetzt haben die halt die Drachenseele. Oh, dieser Volibear 824. AP Gunblade Trinity, der ist halt, ey, der ist halt echt fett, ne? Der ist Level 16. Das tut weh, der ist 3 Level über mir. Heilige Meiliger. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Magieresistenz, oder? Ich meine, ich bin schon tanky, aber. Ach, kacke, ey, das. Also ich. Ich weiß nicht, irgendwie ist unser Team, wir sind alle. Wir haben einfach keine. Wir sind nie zusammen so. Zed ist nonstop am Splitten, was nicht schlecht ist, aber er hat keinen Teleport. So. Und ich glaube, gegen Volibear verliert er. Der Teleport hat. Wiederum. Dope. So, ich habe Flash. Ich könnte jetzt gleich was machen. Passt auf, ich hole jetzt was. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ja. Gatti, das ist, was ich meine. Seht ihr das? Es ist so einfach. Den könnte ich auch noch getten, aber hätte ich flashen können. Aber mein Team war schon im Rückzug. Leute, ich habe... Hier, was ist mit ihr? Leute, was ist mit ihr? Ich habe eh keinen Smite. Also, gleich werden sie sagen, hey, warum du keine Meldung gemacht? Aber ich habe keinen Smite. Wobei, Kalk ist drauf. Ja, ich meine... Ja, ich habe keinen Smite. Ich meine, wir können ihn machen, aber nicht auf meine... Nicht auf meine Gewehr, so. Ja, lass versuchen, aber ich glaube, der Volley klaut. Volley can steal... Leute, der klaut es doch. Das sehe ich doch jetzt schon, dass er es klaut. Ich sollte jetzt eigentlich... Wir sollten jetzt abbrechen, weil der klaut das. Der wird das klauen. Geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Okay, schön. Ich habe ein bisschen interruptiert. Das war gut. Das war nicht so schlecht. Ich könnte ihn grabben, Leute. Wir könnten... Leute, wir könnten... Ah, okay, jetzt nicht mehr. Aber er kommt raus. Das ist okay. Das ist okay. Spannend. Spannend, 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 spannend. Was kaufen wir jetzt? Magieresistenz weiß ich nicht. Thornmail wäre vielleicht gut. Heilt Volibear sich? Ja, der heilt sich. Lass mal. Boah, wir machen das Ding hier. Death Stance ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ne? Ne?
19, 26, plus 3%. 26 einfach, Level 5. So, Leute, hier. Das sind gute Bedingungen. Eventuell. Eventuell, eventuell. Hier. Zack, Grab. In den Turm. Tot. Es ist einfach Malzahar. Mit mehr Beinen. Und nicht so hart gehasst. Niemand hasst. Oh, shit. Ja, sorry, aber wurde ich gerade nicht als Autistik oder irgendwas beflamed? Ich werde jetzt nicht drauf reagieren. Ah. Smite. Bin eine Kappe. Smite, zack. Und E. Und zack. So. Und gleich kommt mein glorious Engage, Leute. Und dann werden wir gewinnen und dann werde ich euch sagen, ich hab's euch gesagt, ihr hättet nur auf mich hören müssen. Aber niemand hat auf mich gehört. Das wird jetzt gleich kommen, in 20. Wobei, sowas sollte man nicht callen, weil dann geht's nämlich in die Hose. Aber ich werde es trotzdem machen. Draven, immer gucken, ob jemand QSS hat. Das Gute ist, wenn ich habe noch nie Draven gegrabt, deswegen hat er keine QSS. Da oben ist ein Kha'Zix. Kha'Zix. Oder sogar Draven. So, Leute, passt auf. 3, 2 und Feuer! Zack! Und da ist er. Ferrari! Zack! Ich hab's euch gesagt, die ganze Zeit. Niemand glaubt auf mich. Gut, glaubt Skarner vielleicht? Nö, kommt nicht. Autistic Skarner kommt höchstens. Es ist so einfach. Die ganze Zeit gesagt, aber nö. Lass lieber splitten. Lass lieber kein Dragon machen. Lass lieber gegen Irelia auf der Sideline sterben. Labbadi babbadi babbadi bu. Labbadi dabbadi dabbadi du. Ich weiß nicht, ob wir jetzt fighten sollten, though. Ich glaube, hier sollten wir weggehen, weil das so ist. Keine Ahnung. Ich hab's gesagt. Ich werde es jetzt auch meinem Team sagen, dass ich gesagt habe. I called it, but you guys don't do. Hätte ich jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen Feuer ins Gehege geworfen, aber naja, muss man vielleicht manchmal auch, ne? Problem ist, das mit den Drachen nervt mich echt. Ich bin eigentlich Drachenkontrolleur. Ich sollte eigentlich Skarner mit so Drachenflügeln sein. Vor allem Elder Drake wäre cool, wenn der dann so aus dem Mund so das speit, so push. So, wir sind halt immer noch Level 15, aber Level 16 wäre richtig geil, Leute. Mit Level 16 hat die Ultimate, ich hab Hunger. Hat die mega wenig cool. Und die hat jetzt schon 55 Sekunden. Ich glaube, mit 16 hat die so 30. Leute, irgendjemand ist hier. Go, 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 go. Ok, 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 ok. Ich glaube, der macht meine Golems. Ok, ok, ok. Oder auch nicht? Okay. So, wir müssen auch weiter groupen. Guck, kein Good Job, nix. Einfach den 900 Gold Draven, easy. Gar nichts. Engage ist so eine Last einfach. Du kannst nur verlieren. Nee, okay, manchmal, du kannst das Game halt gewinnen oder verlieren. Na, der Carry, der chillt einfach hinten und sagt, ja, ich nehm, ne, der Engage klappt oder klappt nicht, aber es ist nicht meine Schuld. Aber, ne, hier, good job, ich bin nicht auf deren Niveau. Die schreiben good job. Oh, schön. Wir haben jetzt zwar kein Flash, aber wir haben immer noch Righteous, damit kann man auch Leute catchy-catch machen. Ich weiß noch nicht, ob Midlane pushen wirklich gut ist. Ich bin eine Kappe. Oh, ich hab sie noch, komm, Kappe, 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 Kappe. Oh, dann nehme ich den Bär. Kappe, 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 ich bin doch eine Kappe. Ah. Okay, das ist natürlich das Ding bei Skarn, dass er manchmal einfach... Er ist halt ein Nahkämpfer, ne? Aber Flash Grab klappt immer, Leute. Klappt immer. Hier, tötet den. Tötet ihn. Na okay, er hat immer seinen Ult schon mal raus. Allerdings wird jetzt Pike... Oh. Ich bin eine Kuh. Mumu. Schön, 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 schön. War eine Geburt, war eine richtig schöne Geburt. Ja, eine halb schöne Geburt. Ich hab mega Hunger. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Und bis denn, Antenne. Later, Major. Bis Tschüssikowski. Tschüssli, Müsli. Wollen wir noch gucken, was meinem Air hergibt? Ich hab, glaube ich, mittlerweile... Kann ich hier jemanden honorieren? Niemand hat mit mir geredet. Alle haben mich geflamed. Naja, Pike hat nichts gesagt. Hier, kommt Pike. Pike hat... Naja, also, ne? Plus 24! Celebrations, light. Fra, fra, fra. Okay. Later.